Hallo und herzlich willkommen wieder auf Geisteswissenschaft TV, Punkt 2020. Mein Name ist Axel Burkhardt, ihr kennt mich sicher schon. Und ich erlaube mir heute in unserer Reihe der Vorträge zu unserem großen Treffen im Juli einen weiteren Vortrag hinzuzufügen, heute mit dem einfachen Thema Liebe und Selbstliebe. Und wir hatten jetzt bereits den Vortrag von Dr. Kühlken und das war eine Vorbereitung für das Thema heute. Im Grunde genommen hat er von einer anderen Sicht auch über die beiden wunderbaren Dinge gesprochen. Und ich war vor kurzem auf einem, oder habe ein Seminar gegeben in einer großen Stadt in Deutschland, einer sehr großen Stadt. Und da kam das auch das Thema auf, was ist denn die Liebe? Und dann sagt eine Teilnehmerin, ja, das ist doch klar, das weiß doch jeder. Ja, und dann habe ich gefragt, wunderbar, wenn du das weißt und wenn sie das wissen, bitte sagen sie es uns. Denn wir wissen doch eh alle, was die Liebe ist. Ja, und dann stellte sich heraus, es war ganz schwierig überhaupt, das zu fassen, was sie unter Liebe versteht. Und sie konnte es nicht. Sie konnte es wirklich nicht. Also scheint die Liebe doch etwas zu sein, obwohl wir jeden Tag es vielleicht dreimal in den Mund nehmen, vielleicht zum Kind oder zu wem auch immer, ich liebe dich, ich liebe dich, ich habe dich lieb und so weiter. Nachdem wir alles und so wissen, was die Liebe ist, ist die Frage, was kann ich noch dazu beitragen? Ich habe ja selber ein Buch geschrieben, vielleicht kennen es einige von euch. Hauptsache Liebe, schon vor einigen Jahren. Wer Lust hat, kann sich es vielleicht besorgen. Die 12 Schlüssel der Liebe zum Himmel auf Erden. Ein sehr anspruchsvoller Titel, aber da geht es um die 12 Aspekte der Liebe. Noch ein ganz anderer Blickwinkel, das werde ich heute nicht machen. Und bei dieser Arbeit ist auch klar geworden, dass wir wahrscheinlich auch in diesem Leben noch nicht so richtig herausfinden werden, was die Liebe wirklich ist. Wir haben immer das Gefühl, wir spüren sie, wir wissen, was sie ist. Und wenn es dann hart auf hart geht, dann wissen wir es auf einmal nicht mehr. Also, was ist die Liebe und was ist vor allen Dingen auch die Selbstliebe? Wie stehen die beiden in Beziehung? Ein paar Gedanken heute dazu und natürlich auch in der Tiefe. Ich möchte heute schon nicht nur meine Gedanken bringen, sondern die aus der Tiefe. Denn letztens war es Rudolf Steiner, der uns auch doch auf einer neuen Ebene, in einer neuen Dimension die Liebe überhaupt erstmal nahe gebracht hat, in einem tieferen Verstehen. Aber weil die Liebe eben so etwas Einfaches ist, was wir alle schon wissen, zwei Zitate hier von zwei großen, weisen Menschen in ihrer Aussage darüber, was sie zur Liebe zu sagen haben zunächst. Was die Menschen für Liebe halten, ist oft nur ein Bedürfnis nach Empfindungen, Gefühlswallungen, und vulkanischen Eruptionen. Ich glaube, da finden wir uns auch alle wieder. Als ein Bedürfnis. Aber das sind nur physiologische, anatomische, biologische und aus überspannter Fantasie entspringende Erscheinungen. Das ist noch keine Liebe. Nun werdet ihr sagen, und dann ist denn dann die Liebe? Oh, wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. Doch ich weiß es noch nicht. Mein ganzes Leben lang suche ich nichts anderes, als zu wissen, was die Liebe ist. Ja, das ist ein Zitat von niemand Geringerem als Michael Ivanov, einer der großen Eingeweihten unseres europäischen Raumes im letzten Jahrhundert. Michael Ivanov sagt, er weiß es nicht, sein ganzes Leben lang sucht er danach. Eine demutvolle Handlung,
eine demutvolle Haltung gegenüber dem Mysterium der Liebe. Was ist die Liebe? Dann die zweite Aussage. Was Liebe ist, ist etwas so Kompliziertes, dass kein Mensch den Hochmut besitzen sollte, Liebe zu definieren. Liebe ihrem Wesen nach ohne weiteres zu durchschauen. Der nächste, zweite große Geist, der große Eingeweihte, Rudolf Steiner. Also sowohl Michael Ivanov, der bulgarische Eingeweihte aus der Weißen Bruderschaft, als auch Rudolf Steiner, der ganz große Eingeweihte. Sie beide sagen zunächst, wir wissen nicht oder wir sollten vorsichtig sein, Liebe überhaupt zu versuchen, zu definieren. Also es ist etwas Mysteriöses. Und wir sind ja immer so schnell, dass wir sagen, ich liebe. Und dann will ich euch ein drittes Zitat vorlesen, wo auch noch einmal bewusst wird, dass die Liebe etwas ganz Spezielles sein muss, die gar nicht so einfach zu fassen ist. Also was ist die Liebe? Hier beschreibt jemand, was passiert, wenn die Liebe fehlt. Pflicht ohne Liebe macht verdrießlich. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Verantwortung ohne Liebe macht rücksichtslos. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Ehre ohne Liebe macht hochmütig. Besitz ohne Liebe macht geizig. Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Also von verdrießlich, widerspruchsvoll, gerissen, heuchlerisch, kleinlich bis zu fanatisch. Das alles entsteht, wenn dieses Etwas fehlt. Und das ist eine Aussage von einem sehr alten, großen Weisen von Lao Tse. Also was ist die Liebe? Was ist das, was da fehlt? Was ist das, was aus all dem etwas Negatives macht? Eine positive Tugend, aber wenn die Liebe fehlt, wird es im Grunde genommen eine Untugend. Also was ist diese Kraft, die, wenn eine Tugend da ist und sie fehlt, eine Untugend entsteht? Was ist dieses Etwas? Was ist diese Liebe? Ein anderes Sprichwort ist auch ganz nett, das passt dazu. Mit Geld kann man ein Haus bauen, aber es bedarf der Liebe, um es zu einem Heim zu machen. Also der Unterschied auch zwischen Haus und Heim. Also, was ist diese Liebe, von der wir alle immer glauben, wir kennen sie? Und vielleicht kann ich heute ein paar Gedanken dazu geben, dass ihr sie mitnehmen könnt und weiterforschen könnt, so wie Michael Ivanov, der große Geist. Ja, wenn wir so generell dieses Wort in den Mund nehmen, dann sagen wir, ich liebe das Meer. Ich liebe die Berge. Ich liebe Cappuccino. Ich liebe Filme. Immer sagen wir, ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe, ich liebe. Und jetzt fängt unsere Selbstehrlichkeit an. Wenn wir sagen, ich liebe das Meer, was ist denn dann das? Ja, Michael Ivanov hat es gesagt, Gefühlswallungen, vulkanische Eruptionen. Es ist eine Gefühlswallung in mir. Das Meer tut mir gut. Liebe ich das Meer? Ja, weil das Meer mir so gut tut, sage ich, ich liebe dich. Und das ist völlig in Ordnung.
Das heißt, da gibt es draußen etwas oder jemand, der tut uns so gut, dass wir sagen, ich liebe dich, liebes Meer. Wir werden gleich sehen und schauen, was das für eine Liebe ist, ob das Liebe ist oder was das ist. Auf jeden Fall sehen wir daran, der Cappuccino tut uns gut, der Film tut uns gut, die Berge tun mir gut. Um wen geht es? Um mich. Ich liebe dich und sage aber, du tust mir gut. Wunderbar. Wir wissen, wenn wir zu jemandem sagen, ich liebe dich, du tust mir gut. Warum? Weil wir ein gutes Gefühl haben. Wir haben ein gutes Gefühl. Und das Gefühl kann sich steigern und steigern und steigern und begegnet man einem Menschen, wo man sagt, ich liebe dich abgründig. Und es ist dann auch so, dass dieser Mensch den anderen erlebt und sagt, ich liebe dich so, weil irgendetwas ist mit dir, das tut mir so gut, dass ich nur sagen kann, ich liebe dich. Ohne Grenzen, was auch immer. Also sind wir ehrlich. Wenn wir zunächst so reden und sprechen und sagen, ich liebe, dann meinen wir, du tust mir gut oder das tut mir gut. Um wen geht es also? Um uns. Das ist vielleicht das Erste, was wir in unserer Selbstehrlichkeit einsehen sollten und eben zu schauen, wann man dieses Wort verwendet und was man wirklich damit meint. Was hat Michael Ivanov dazu gesagt? Auch an anderer Stelle. Ich kenne nur einen Weg, habe nur diesen einen erforscht, die Macht der Liebe. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Es ist wesentlich zu wissen, es spricht von Wissen, wie man lieben soll. Denn bis zum Gipfel führt uns die Liebe, nichts sonst. Hysterie, Neurosen und Depressionen sind stets die Folge einer falschen Einstellung der Liebe gegenüber. Noch einmal, Hysterie, Neurosen, Depressionen sind stets die Folge einer falschen Einstellung der Liebe gegenüber. Deren Energien, also die Energien der Liebe, verkehrt gelenkt, unrichtig geschaltet und ausgerichtet wurden. Immer wieder soll die Liebe höher geleitet werden, von Stufe zu Stufe, also er spricht von Stufen der Liebe, in stets erhabenere Bereiche, bis sie endlich die Regionen des himmlischen Vaters und der göttlichen Mutter berührt. Also er meint, wir sollten wissen, wie man liebt. Nur wenn wir sagen, ich liebe das Meer, heißt es, dass wir das Meer lieben. Ja, es tut uns gut. Ist es das, was Michael Ivanov meint? Wahrscheinlich nicht. Also schauen wir uns an, was diese Aussage ist und dieses Gefühl, liebes Meer, du tust mir so gut. Ja, wer tut da was für uns? Das Meer gibt uns etwas. Es gibt ein anderes Sprichwort hierzu. Man kann geben, ohne zu lieben. Aber man kann nicht lieben, ohne zu geben. Also wenn wir jetzt sagen zu Meer, ich liebe dich, geben wir dem Meer etwas? Spannende Frage. Wir sollten das Meer fragen. Ne? Das nächste Mal, wenn ihr zu jemandem sagt, ach, ich liebe diesen Kuchen, ja, Nachbarn, Freundin, dann versucht dann mal herauszufinden, wenn ihr das zum Kuchen sagt, ob ihr dem Kuchen was gibt. Also da ist offensichtlich eine Liebe gemeint, die hier noch nicht angesprochen wurde. Also, was lieben wir da, wenn wir sagen, liebes Meer, du tust mir so gut, ich liebe dich. Das ist ganz wichtig, das gehört zur Liebe dazu. Das ist auch etwas, was ich lernen durfte, klar zu unterscheiden.
Das ist Wertschätzung. Ich habe das früher in den Seminaren immer wertschätzende Liebe genannt, aber ganz einfach Wertschätzung. Das ist Wertschätzung. Wir können auch sagen, ich schätze das Meer sehr. Ich schätze es wert. Ich schätze das Meer, ich schätze es. Und dann wird die Aussage klar. Dann gibt es vielleicht kein Missverständnis. Und ob wir das jetzt Wertschätzung nennen oder wertschätzende Liebe, ist jetzt egal. Wir sollten uns nur bewusst sein, dass es zunächst Wertschätzung ist. Und jetzt ist die spannende Frage, und da hat auch Rudolf Steiner darauf hingewiesen, sogar in seiner Philosophie der Freiheit, das wichtigste Werk der Menschheit, sage ich mittlerweile. Wie kommt Wertschätzung zustande? Und jetzt müssen wir uns jetzt gut besinnen, wenn ich das jetzt behaupte oder sage, ich weiß, dass das so ist, über das Denken. Ich erkenne am anderen etwas. Ich erkenne. Und Erkennen kommt immer über das Denken. Deshalb weist Rudolf Steiner auch darauf hin, auch die Liebe kommt nicht ohne den Kopf aus, nicht ohne das Licht des Denkens, ohne das Licht der Erkenntnis. Und er beschreibt es so schön und sagt, man begegnet einem Menschen und erkennt etwas in ihm. Etwas sehr Wertvolles. Wie so früher schön hieß, Adam erkannte Eva. Da steckt vielleicht noch diese Wertschätzung darin. Das heißt, ich begegne einem Menschen und erkenne etwas in ihm. Das findet statt über Erkenntnis, das heißt über das Denken. Bitte nehmt das mit. Das ist fundamental wichtig. Das geht nicht über das Fühlen. Es geht nicht über das Fühlen. Es kommt vom Denken. Und dann geht es ins Herz. Dieser Inhalt geht aus dem Kopf ins Herz. Dieses Licht. Und weil dieses Licht so etwas Wunderbares ist, diese Erkenntnis etwas so Wunderbares, fängt das Herz an, dem Licht die Wärme hinzuzugeben. Und dann wird es uns warm ums Herz. Das kalte Licht wird erwärmt. Und dann entsteht da so eine kleine Sonne, eine ganz kleine Sonne in der Wertschätzung zu diesen Menschen. Und vielleicht ist das ein passendes Bild. Je mehr wir wertschätzen an einem solchen Menschen, je tiefer die Wertschätzung geht, desto größer wird die Sonne. Und dann kommt dieses Gefühl, ich liebe, unglaublich. Dieses Liebesgefühl. Und seht ihr, das ist das Liebesgefühl. Das ist das Liebesgefühl. Die Wertschätzung des anderen. Das Gefühl, das entsteht durch die Erkenntnis. Ich erkenne etwas Wunderbares in dem anderen Menschen. Und diese Erkenntnis ins Herz gebracht, wird erwärmt durch die Kraft des Herzens. Die Wärme der Liebe. Ich würde das, was aus dem Kopf kommt, das Licht der Liebe nennen. Und das ist die Wärme der Liebe. Beides gehört für mich, ich sage jetzt für mich, zur Liebe. Das heißt, das, was wir so wunderbar empfinden, dieses Gefühl, das am Anfang von einer Beziehung so schmetterlingsartig auftritt, wo die Liebe weg ist, weil man sagt, es ist verliebt, ich bin verliebt. Da sind wir in diesem, wie es Ivanov so schön gesagt haben, in diesen vulkanischen Eruptionen auch. Und das ist ja nicht schlecht, das ist etwas Wunderbares. Das ist dieses Liebesgefühl. Ich merke, der andere tut mir gut oder die andere, weil ich etwas erkenne im anderen, was so besonders und so einzigartig ist und mir gut tut. Oder ich erkenne auch, dass ein wunderbarer Mensch ist, der wunderbare Taten tut. Und ich merke, er tut anderen so gut und das tut mir gut, weil ich das wertschätze. Also Wertschätzung möchte ich euch vorschlagen. Wäre eigentlich das Wort, das wir nennen können, wenn wir sagen, ich liebe das Meer. Wir können es ja ruhig sagen. Aber zunächst ist es eine Wertschätzung. Ich erkenne, welchen Wert das Meer für mich hat, vielleicht auch für andere. Und deshalb liebe ich das Meer, weil es so vielen Menschen etwas Gutes tut. Das ist Wertschätzung, oder wir können es nennen, wertschätzende Liebe.
Und das ist Liebe. Aber zunächst das Liebesgefühl in der Wertschätzung des Objekts der Liebe. Das Objekt hier, das Meer, ein Partner, Kind oder was auch immer, das Objekt der Liebe, ich schätze es wert und es entsteht diese wärmende Sonne im Herzen. Die entsteht nie im Kopf, die entsteht immer im Herz. Aber wenn wir die Wärme allein hätten, dann würde das wenig helfen. Denn wenn wir keinen Ofen, wenn wir in einem Ofen kein Holz reintun und wir haben nur Wärme, dann wird nichts gebrannt. Dann wird nichts verbrannt. Es kann die Wärme eigentlich gar nicht entstehen. Vielleicht ist das ein passendes Bild, weil oft die Gefahr besteht, dass die Menschen immer nur vom Herz und vom Herz und vom Herz und vom Fühlen und vom Herzen, das war in dieser großen Stadt auch so, immer nur vom Fühlen sprechen. Nein, das ist falsch. Ich brauche ein Brennholz, damit das Feuer brennen kann. Und wenn ihr da darüber nachdenkt und hinfühlt, ob das stimmt, dass es eben die Erkenntnis ist, die ich mitbringe über ein Objekt und meinem Herzen als Brennholz gebe und dann brennt das Lichterloh, dass man es manchmal gar nicht aushalten kann, so stark ist dieses Gefühl. Und merkt ihr auf einmal, dass da eine Kraft ist? Da ist eine Kraft da. Da brennt etwas. Wir sehen schon, die Liebe wird auf einmal zu einer Kraft. Und zwar zu einer Kraft, weil sich schon zwei Dinge miteinander verbinden. Das Denken und das Fühlen. Und wenn wir dann sagen, ich liebe dich, dann sprechen wir alle auch immer von Verbundenheit. Ja, wodurch entsteht die Verbundenheit? Ich hole doch den anderen in mich hinein, in der Erkenntnis, das, was ich an ihm schätze. Das hole ich in mich herein und damit verbinde ich mich mit ihm. Ich schlüpfe ja in sein Wesen hinein oder in ihr Wesen. Ich schlüpfe hinein und erkenne da etwas und das hole ich in mich hinein. Das ist diese Verbundenheit mit dem Wesen des anderen. Und dann entsteht eine kleine Sonne oder eine ganz große Sonne. Es gibt ja unglaubliche Liebesbeziehungen und Liebschaften. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen und nachvollziehen, dass je tiefer die Erkenntnis geht und die Verbundenheit geht, desto tiefer die Liebe und desto größer die Sonne und desto stärker dieses Feuer, was wir dann hier spüren, dass es kaum auszuhalten ist. Übrigens nicht im Bauch. Wenn es im Bauch ist, ist es etwas anderes. Also ihr merkt schon, da ist eine Kraft. Wir kommen auf einmal zu der Idee, dass die Liebe eine Kraft ist, wo aber schon zwei ganz wichtige Aspekte zusammenkommen. Das Denken, die Erkenntnis und die Wärme des Fühlens. Und wenn wir jemanden nicht mögen, dann wird uns kalt ums Herz. Oder wenn es uns auf einmal friert und es uns kalt wird, dann ist etwas da, was uns sehr unsympathisch ist. Manchmal wissen wir gar nicht, was das ist. Also ihr seht, es wird uns warm ums Herz, wenn wir etwas erkennen, was in uns dieses Liebesgefühl, dieses wärmende Gefühl weckt und entstehen lässt. Und wir alle wissen, dass die Wärme uns wärmt und nicht die Kälte. Es ist immer die Wärme, die mit Liebe verbunden ist. Es ist immer die wohlige Wärme. Aber das allein ist nicht die Liebe, sondern es ist das Liebesgefühl, dieses Feuer im Fühlen, das da brennt, das genährt wird durch ein Brennholz, nämlich eine Erkenntnis, eine Freude am anderen. Eine Freude ist immer, ich freue mich am anderen, weil ich ihn erkannt habe, weil er mir etwas gegeben hat, das mich erfreut. Es sind immer Gedanken. Nehmt das mit, meine Erkenntnis zum Thema Liebe, wo wir versuchen können, uns, wie wir jetzt schon festgestellt haben, dieser Kraft zu nähern. Das ist eine Kraft. Und die Liebe kann verbrennen. Und es gibt da ein schönes weiteres Zitat.
das uns ein bisschen in die Richtung bringt, dass die Liebe auch verbrennen kann. Ja, es ist, wenn so viel Liebe auf einmal da ist, dann entsteht ja eventuell etwas, was wir dann Begehren nennen. Ein Bedürfnis, ein Begehren. Ich will den anderen haben, weil er mir so gut tut. Und niemand anders darf ihn haben. Dann sind wir in der Eifersucht. Und schon fallen wir heraus. Eventuell aus der Liebe, nicht aus unserer. Denn wir sind ja immer noch bei uns. Merkt ihr das? Solange ich von dieser Sonne rede, ist zunächst nur die Wertschätzung da. Und wenn ich dem Kuchen sage, ich schätze dich sehr, wird er wahrscheinlich wenig verstehen. Jetzt schauen wir uns einmal, beim Menschen ist es dann etwas anderes, jetzt schauen wir uns dieses Zitat an, wo wir auch sehen, dass die Liebe so zwei Seiten hat. Zunächst dieses Liebesgefühl. Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr, sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen, gib dich ihr hin. Auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie, auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern kann. Wie der Nordwind den Garten verwüstet, denn so wie die Liebe dich krönt, so kreuzigt sie dich. Das ist von Khalil Gibran. Ich finde das auch wunderschön, weil da so etwas Zweischneidiges der Liebe ist, das wir dann sehen, wenn es in die Eifersucht geht. Wir sind noch lange nicht fertig mit der Vorstellung von der Liebe. Und wenn wir jetzt vom Schwert reden, dann kennen wir das aus dem Neuen Testament, wo Jesus Christus sagt, ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert, wobei das nach Rudolf Steiner eine völlig falsche und verquere Übersetzung ist. Trotzdem ist dieses Schwert, das ja auch der Michael hat, schon ein wichtiger Begriff. Khalil Gibran verwendet es. Was ist das zweischneidige Schwert? In der Liebe. Das ist zum Beispiel dieses Begehren. Wenn ich so stark liebe, dass ich einen Menschen haben will, aber er es gar nicht will, dann fängt man an zu stalken und es wird kriminell. Oder man wird eifersüchtig oder man bringt um. Das heißt, dieses Liebesgefühl, das man hat, geht dann in ein Begehren des Besitzes, den anderen zu haben. Und ich glaube, da sind wir uns einig, dass das nicht mehr Liebe ist. Das ist nicht mehr Liebe. Also was ist dann die Liebe? Was ist das dann? Es fehlt uns noch etwas. Wir haben vorhin schon gehört, es gibt eigentlich keine Liebe ohne Geben. Bislang ist die Sonne ja nur in mir. Sie tut mir gut. Und der andere hat das ausgelöst. Aber was hat der andere davon? Zunächst gar nichts. Außer er freut sich darüber, dass er uns gut tut oder sie uns gut tut. Wenn wir dann sagen, du tust mir so gut, dann freut sich derjenige. Weil wir drücken unsere Wertschätzung aus. Das ist die wertschätzende Liebe dann im Sprechen. Dass wir sagen, ich wertschätze dich, das und das und das, diese Liebesbriefe, die Liebeserklärungen. Das alles liebe ich an dir, das schätze ich an dir. Und der andere freut sich darüber. Und er kriegt auch ein gutes Gefühl. Und vielleicht sagt der andere dann oder die andere, ach, deshalb liebe ich dich. Weil ich dir so gut tue und du dich drüber freust. Ich liebe dich, weil du dich freust. Dann ist die Frage, um welche Freude geht es denn dann? Auch da wieder selbst ehrlich hinschauen. Beide freuen sich und die Frage, ist das schon Liebe? Es ist zunächst Freude. Es ist Wertschätzung und es ist Freude. Ist es schon Liebe? Wann beginnt das, was wir dann Lieben nennen? Gibt es ein anderes Sprichwort? Andere zu lieben macht uns glücklich. Andere zu lieben macht uns glücklich. Und selbst zu lieben macht uns einsam. Wenn ihr euch den Vortrag von Dr. Külken anschaut, dann ist das dort wunderbar von ihm dargestellt. Die Einsamkeit, die wir aber auch brauchen.
Wir brauchen diesen Rückzug in uns, diese Einsamkeit. Aber das ist zunächst nicht die Liebe. Andere zu lieben macht uns glücklich. Also wir sehen auch daran, wodurch wir glücklich werden können, nämlich andere zu lieben. Aber was heißt das jetzt? Heißt das, dass ich einfach eine Wertschätzung habe und die äußere? Ich gebe zumindest etwas, ja. Ich äußere meine Wertschätzung. Das ist schon mal eine Handlung. Aber jetzt geht es um die Frage, was ist wirklich Liebe? Und wenn man dann Seminare macht und das miteinander bearbeitet, dann wird es einem völlig klar, bis zu diesem Punkt ist man eigentlich noch nicht in der richtigen Liebe. Das, was wir als Nächstenliebe bezeichnen. Wenn ich sage, ich gehe zum Meer baden oder in den Urlaub, weil es tut mir gut, dann ist das Selbstliebe. Ich tue mir etwas Gutes. Das ist Selbstliebe, wenn es mir gut tut. Komme ich noch drauf. Aber es hat mit dem Meer zunächst nichts zu tun. Die Frage ist, was ist diese wirkliche Liebe, die gebende Liebe? Da gebe ich etwas, da tue ich etwas und nicht mehr für mich, ist uns allen klar, aber ich will es einfach ins Bewusstsein bringen, sondern ich gebe dem anderen etwas. Ich gehe in die Handlung. Und das Handeln kommt aus der dritten Kraft unseres Lebens, dem Willen. Wir haben das Denken, das uns Erkenntnis liefert. Wir haben das Fühlen, das uns diese Erkenntnis in eine wertschätzende Liebe bringt, in ein tolles Liebesgefühl. Und je größer die Wertschätzung, desto tiefer und größer dieses Gefühl. Und jetzt kommt der Wille. Jetzt fängt die Nächstenliebe an. Denn jetzt geht es darum, was tue ich nicht für mich? Wo trete ich heraus aus meiner Selbstliebe und fange an, den anderen zu lieben im Sinne der tätigen Nächstenliebe? Die tätige Nächstenliebe ist dann die eigentliche Liebe. Und deshalb bezeichne ich das immer das Denken in der Liebe oder der Geist in der Liebe. Dann haben wir das Liebesgefühl, auch das Mitgefühl. Das ist für mich die Seele in der Liebe. Und dann kommt die Kraft der Liebe in der Tat. Denken, fühlen und wollen. Und in dem Moment, wo ich jetzt eine Liebestat vollbringe, da bin ich in der eigentlichen Liebe für mich. Da fängt die eigentliche Liebe an, zwar die Liebe zum anderen. Das andere ist die Selbstliebe. Ich tue mir etwas Gutes. Jetzt tue ich dem anderen etwas Gutes. Das ist der große Unterschied. Das ist die tätige Nächstenliebe, die Liebe zum anderen und die Liebe zu mir. Mikhail Ivanov sagt da übrigens auch etwas dazu. Man kann Gott nicht lieben, wenn man nicht weiß, wie man sich selber lieben soll. Das geht übrigens sehr tief. Wenn wir heute alles gar nicht schaffen, könnt ihr mitnehmen, darüber nachdenken. Denn die Liebe muss durch unser höheres Ich hindurchfließen, um zu Gott zu gelangen. Seht ihr, jetzt geht es auch wieder darum, wenn ich sage, ich liebe Gott, wenn das jemand zu mir sagen würde, ich sage, was tust du für ihn? Jemand sagt, ich liebe meinen Schutzengel, dann sage ich, was tust du für ihn? Was tue ich für meinen Schutzengel? Ja, fragt euch mal, wenn ihr euren Schutzengel liebt, was tut ihr für ihn? Na, dass er ständig was für uns getan hat, ist selbstverständlich. Wir können ja wenigstens Danke sagen. Aber ihr könnt auch fragen, was brauchst du denn, lieber? Vielleicht habt ihr einen Namen für ihn. Sucht einmal, ob ihr einen Namen findet. Tretet in Beziehung zu ihm und fragt mal, was er braucht. Was braucht euer Schutzengel? Jetzt bin ich schon bei dem Punkt, was Liebe ist. Wenn ich dem anderen was geben will, eine liebende Mutter wird dem Kind jeden Tag natürlich 5 Päckchen Gummibärle geben, weil das Kind an der Kasse schreit und jedes Mal Gummibärle haben will. Die liebende Mutter wird das wohl tun, nicht wahr? Ihr wisst ganz genau, dass die liebende Mutter das nicht tun wird. Weil die liebende Mutter wird dem Kind nicht etwas geben, was dem Kind nicht gut tut. Das Kind kann das noch nicht beurteilen. Deshalb haben wir das Erziehungsrecht. Erst ab 18 sind wir da frei,
Früher war es noch vernünftigerweise 21. Also, wir haben als Erziehungsberechtigte die Aufgabe zu lieben. Das heißt, zu schauen, dass wir unserem Kind nicht etwas geben, was ihm nicht gut tut, auch wenn es danach schreit. Und wenn wir Eltern uns von dem Schreien so beeinflussen lassen, dass wir jedes Mal nachgeben, dann erzeugen wir kleine Terroristen. Das sind dann die Menschen, die später sozial keine Fähigkeit haben, soziale Bindungen nicht haben. Denkt auch darüber nach, das Verwöhnen eines Kindes ist nicht Liebe. Was ist Liebe? Liebe, oder wenn wir lieben, geben wir das, was der andere braucht. Nicht unbedingt, was er sich wünscht, sondern was er braucht. So, jetzt stehen wir vor der großen Frage, ja, was braucht er denn? Ja, die Frau sagt, ich will jetzt einen Lamborghini. Den brauche ich jetzt. Da sagt der Mann, klar, wenn du den brauchst, dann schenke ich ihn dir. Wenn er das Geld hat, dann kann er das ja mal. 2 Monate später kommt sie, ich möchte noch einen Bugatti auch noch dazu haben. Ja, mein Schatz, den kriegst du auch noch. Also schön wäre es, wenn wir in so einer Situation wären. Aber die Frage ist, ist das gut für die Frau? Ist das gut für die Beziehung? Ist das gut für die Ehe? Ist das gut für die beiden Menschen? Brauchen sie es wirklich oder haben sie ein Begehren, ein Bedürfnis, wenn sie das erfüllen, ihnen gar nicht gut tut? Seht ihr, wie schwierig die Liebe ist? Weil was muss ich können? Ich muss erkennen, was der andere braucht. Ich muss erkennen, was der andere braucht. Nicht, was er jetzt für einen Wunsch hat, sondern was er braucht, was mein Kind braucht. Ja, und wie finde ich das raus? Wie finde ich das heraus? Die Mutterliebe kennt normalerweise Intuitionen und man weiß es natürlicherweise. Tiere wissen das immer. Die müssen nicht denken, aber die haben eine höhere Führung. Wir müssen uns unsere höhere Führung als Eltern erst wieder erarbeiten. Früher war das Tradition, da wurden wir geführt, da wussten wir das. Heute müssen wir das neu lernen. Wir müssen lernen zu erkennen. Wir müssen lernen, den anderen zu erkennen. Das müssen wir neu lernen. Nehmt das bitte mit. Wir leben in einem Zeitalter der Bewusstseinsseele, wo wir aus den alten Traditionen herausgefallen sind, völlig. Die sind mittlerweile fast ganz vorbei. Die Großmütter gibt es kaum mehr, die uns die alten Heilmittel gegeben haben. Heute gibt es nur noch Ärzte, die impfen oder so etwas, aber keine Großmütter mehr, die noch das alte Wissen haben. Wir sind herausgefallen aus der göttlichen Führung und wir sind herausgefallen aus den Traditionen. Und jetzt stehen wir nackt und einsam da und sollen herausfinden, was unser Kind braucht. Was brauchen wir also? Erkenntnisfähigkeit. Das ist das Erste, was wir fürs Leben brauchen. Wie soll ein Arzt herausfinden, was dem Patienten fehlt? Indem er ihn erkennt. Und nicht einfach nur nach 0815-Schemata behandelt. Das ist keine Liebe zum Patienten. Wie soll der Pädagoge, die Pädagogin erkennen, was der Schüler braucht, die Schülerin? Erkennen. Woher soll ich wissen, was mein Partner braucht? Woher soll ich wissen, was mein Kind braucht? Woher soll ich wissen, was die Welt braucht? Versteht ihr? Liebe fängt da an, wo wir erkennen, was gebraucht wird, es fängt beim Erkennen an. Die Erkenntnisfähigkeit ist der Schlüssel zur Liebe. Deshalb sagt Rudolf Steiner, auch die Liebe kann nicht anders als durch den Kopf entwickelt werden. Es geht nicht anders. Es geht nur durch das Licht der Erkenntnis. Alles andere, da bin ich sehr hart und sehr direkt, ist Schönfärberei. Das ist Friede, Freude, Eierkuchen, Esoterik. Nein, die Liebe geht nur mit Erkenntnis. Was braucht der andere wirklich? Und da kommt jetzt die Frage, wie komme ich denn dahin zur Erkenntnis? Ich brauche 2 Dinge. Das erste ist, und damit beginnt die Liebe, ich muss Interesse an dem anderen haben. Erst wenn ich Interesse am anderen habe, kann ich herausfinden, was er braucht. Wenn ich sage, ich liebe das Meer,
und ich sehe irgendwie, dem Meer geht es nicht gut, da ist viel Dreck drin, dann kann ich sagen, jetzt will ich etwas für das Meer tun. Und da gehe ich hin und fange an, Plastik aus dem Meer zu fischen. Und dann tue ich etwas für das Meer oder für die Fische darin. Dann gehe ich in die Liebe, dann tue ich etwas, dann gebe ich. Dann liebe ich das Meer, weil ich jetzt in die Handlung gehe. Das ist die Liebestat. Aber ich muss vorher erkennen, was das Meer braucht. Ich könnte auch Öl reinschütten, aber das braucht das Meer wahrscheinlich nicht. Und ich meine, kann mein Kind vollstopfen mit Süßigkeiten? Das braucht es auch nicht. Ihr seht, wie schwierig die Liebe ist. Das ist das, warum wir alle rätseln. Was ist so schwierig an der Liebe? Erstens müssen wir lieben wollen. Erstens, wir müssen lieben wollen. Zweitens, wir müssen lieben wollen. Drittens, wir müssen lieben wollen. Und dann beginnt die Liebe mit Interesse. Und in dem Moment, wo ich Interesse am anderen habe, bin ich weg. Dann darf ich kein Interesse mehr an mir haben. Ich zähle dann nicht mehr. Wir nennen das unsere Erkenntniswissenschaft Selbstentäußerung. Ich muss mich selbst entäußern. Nur der andere zählt. Was braucht derjenige oder diejenige, die ich lieben will? Ich will dem anderen etwas Gutes tun, weil ich ihn wertschätze und liebe. Jetzt kommt dieses Gefühl, weil ich dich liebe, in der Wertschätzung, will ich alles Mögliche oder Unmögliche für dich tun. Ich will meine wertschätzende Liebe verwandeln in tätige Liebe. Und dazu muss ich wissen, was der andere braucht. Und dieses Brauchen geht nur mit der Fähigkeit der Erkenntnis. Und jetzt frage ich euch, es gibt ja so schöne Lieder, wirklich gute Popsongs, wo gesungen wird, dass wir nie lieben gelernt haben. Ja, wir haben das nie gelernt. Weil wo haben wir jemals gelernt, wie Erkennen geht? Habt ihr jemals irgendeinen Kurs besucht? Wie geht Erkennen? Wie erkenne ich den anderen? Wie geht das bitte? Ich möchte den anderen lieben, deshalb möchte ich lernen zu erkennen. Ich kann jetzt sagen, bei uns gibt es das in der Universität. Ja, wir haben einen Studiengang in Erkenntniswissenschaft. Und ich sage hier frech und fromm und fröhlich und frei, ja, das ist ein Studiengang im Erkennen. Das ist die Grundlage für Liebe. Weil Rudolf Steiner das in die Welt gebracht hat mit der Philosophie der Freiheit und seiner Erkenntniswissenschaft. Und auf einmal sind die Werkzeuge da und wir benutzen sie nicht. 100 Jahre, 130, 140 Jahre Rudolf Steiners Erkenntniswissenschaft und Philosophie der Freiheit. Und ich sehe nirgendwo, dass man das Wissen so umgesetzt hat, dass es Erkenntnisschulung richtig gibt. Richtig Erkenntnisschulung gibt, wo ich lerne, den anderen zu erkennen. Ich sage ganz frech, ja, wir haben das in den letzten Jahren geschaffen mit unseren Mitteln, dass es so etwas gibt. Ich bin der Meinung, das ist in einer gewissen Art und Weise einzigartig. Es wäre schön, wenn es das viel öfters geben würde. Dass Rudolf Steiner uns etwas gegeben hat, was so unglaublich großartig ist. Das ist so groß, dass man mindestens ein Jahr braucht, intensives Studium und Üben und Trainieren, dass man wenigstens erkennt, wie das geht und Stück für Stück übt, dass man weiß, jetzt weiß ich eigentlich, wie ich lieben kann. Was hat Ivanov gesagt? Du musst wissen, wie das Lieben geht. Ja, woher wissen wir das denn? Wo habt ihr es gelernt? Lieben muss man lernen, indem man Erkenntnis lernt. Den anderen erkennen zu lernen, ist der erste Schritt in der Liebe. Ich muss es aber wollen. Den Willen, den kann euch keiner geben. Ich muss jemanden lieben wollen. Und das ist es ja immer schön, wenn zwei Menschen geheiratet haben und dann sagt man das Happy End. Genau, das ist das Happy End. Jetzt beginnt die Arbeit. Dann beginnt die Arbeit. Jetzt sind wir mit den Menschen im Alltag zusammen. Jetzt muss ich ihn lieben wollen. Vorher war das alles die Sonne im Herzen, es war alles gut und wunderschön. Und jetzt kommt die Zeit nach dem Happy End. Jetzt kommt der Happy Start. Jetzt geht es erst richtig los. Jetzt müssen wir den anderen lieben wollen, wenn wir diese Beziehung wollen. Wenn wir sie glücklich haben wollen. Und das Wollen beginnt, wie gesagt, mit dem Interesse. Weg von mir hin zum anderen. Wenn das nicht da ist, gibt es keine Liebe.
Wenn kein Interesse da ist, gibt es keine Liebe. Und wenn keine Erkenntnis da ist, was der andere braucht, gibt es auch keine Liebe. Weil die Liebe gibt das, was der Geliebte oder die Geliebte braucht. Und wie gesagt, nicht das, was er sich wünscht. Das kann dasselbe sein. Aber oft ist es so, wir kommen dann gleich zur Selbstliebe, dass wir etwas geben, was gar nicht gebraucht wird. Es wird nicht gebraucht. Aber der andere hätte es halt ganz gerne. Liebe ist deshalb so etwas Einfaches. Ich muss Interesse haben, ich muss erkennen, was der andere braucht und mich dann als Drittes entscheiden. Entscheiden, das auch zu geben oder es möglich zu machen, dass der Geliebte, die Geliebte, was immer das ist, mehr oder was auch immer, das bekommt, was er braucht. Das ist Liebe und das ist christliche Nächstenliebe. Und die ist auch unabhängig, ob ich jemand mit eng verbunden bin oder einem Menschen auf der Straße begegne. Das ist das, was Christus gebracht hat. Christus hat uns die allgemeine Menschenliebe gebracht, die unabhängig ist von der Familie, unabhängig vom Stamm, von der Sippschaft und vom Volk und von der Mensch. Nein, vom Volk. Es ist die Liebe zu jedem Menschen. Das ist das, was Christus uns gebracht hat. Damals mit dem Neuen Testament. Das Alte Testament war die Liebe noch, die Blutsverwandtschaft, die Liebe im Stamm. Durch Christus ist diese neue und große Liebe in die Welt gekommen. Begegne ich einem Menschen wie der barmherzige Samariter, dann erkenne ich, was er braucht und ich ihm gebe ihm, was er braucht. Obwohl er sogar zu den Ausgestoßenen gehört hat. Der Samariter, der ja ein Ausgestoßener unter den Juden war, gibt dem Juden auf der Straße, was er braucht und die anderen sind vorbeigelaufen. Liebe gibt das, was der andere braucht und in der Liebe muss ich erkennen, was der andere braucht. Deshalb ist die Erkenntnisfähigkeit die erste Schulung zur Liebe. Und das bringt ja Rudolf Steiner auch in seiner Philosophie der Freiheit zum Schluss. Öffnet Rudolf Steiner das Tor zur Liebe. Wir werden uns noch ein bisschen was dazu anhören. Also, Liebe hat etwas zu tun mit dem Denken, mit dem Fühlen und dem Wollen. Mit Interesse, mit dem Wollen. Wenn wir zurückkommen zu diesem Ofen, der in unserem Herz brennt, dann haben wir gesagt, das ist eine Kraft. Und jetzt stellt euch vor, jetzt kommt noch die Willenskraft dazu. Jetzt kommt die Willenskraft dazu, der göttliche Wille, der jetzt dieses Feuer in Bewegung bringt. Es geht in die Tat, in die Handlung. Ja, was passiert mit diesem Feuer, das vorher da war? Es fängt an, sich zu bewegen und nach außen in die Schöpfung, in die Welt zu fließen. Es ist ein Fließen einer Kraft. Und das kann auch jeder spüren, wenn er einmal diese Kraft der Liebe erlebt hat, hier, dass er richtig spürt, dass sogar diese Kraft ausströmen kann und diese Kraft einem Kräfte geben kann, unmenschliche Dinge zu tun. Und vor allen Dingen dann etwas in uns vollbringt, dass wir uns selbst überwinden in unserer Bequemlichkeit und was auch immer, um den anderen etwas zu geben, was er braucht und völlig egal, wie es mir dabei geht. Jede Mutter kennt das mit dem neugeborenen Kind und wenn sie die ganze Nacht immer wieder nicht schlafen kann, sie wird immer wieder ihrem Kind die Brust geben, weil sie es unbedingt liebt. Sie ist bereit, alles zu geben und wenn sie dabei vor die Hunde geht. Aber wichtig ist, jetzt kommen wir zur Selbstliebe auch, die darf nicht vergessen werden dabei. Es ist ja wichtig, dass wir trotzdem wir selbst bleiben und dabei eben nicht vor die Hunde gehen. Und das ist diese große Herausforderung, auch natürlich in Partnerschaft, in Familien, dass die Mutter nicht vor die Hunde geht. Aber die Mutter in ihrer Mutterliebe ist bereit dazu, jederzeit das zu tun, weil sie dieses kleine Wesen über alles liebt. Und sie ist bereit. Und das ist ja auch das Schwierige für Mütter heute, für junge Mütter. Woher soll ich wissen, was mein Kind braucht? Ich habe es ja nirgendwo gelernt.
Gibt es irgendwo eine App, wo ich mal schnell nachschauen kann? Ihr seht schon, dass eine Schulung oder eine Bildung für junge Mütter so dringend notwendig ist. Früher war das normal, natürlich, heute müssen wir das auf anderen Wegen machen. Dass hier keine Verwirrung entsteht und man den Kindern nicht ständig etwas Falsches antut, was sie überhaupt nicht brauchen. Und es ist so schwer für junge Eltern, wenn man dann im medizinischen Gesundheitssystem aufgefordert wird, mit dem Kind alles Mögliche zu machen, weil man vielleicht Angst hat. Ich will jetzt nichts weiter dazu sagen. Weil man Angst hat. Und die Angst ist nie ein guter Ratgeber. Nur die Liebe ist ein guter Ratgeber. Und liebe Mütter, liebe Väter, lasst euch nie von der Angst treiben. Lernt, erkenntnisfähig zu werden. Lernt, in eurem Ich zu stehen. Das ist ja das, was wir mit unserem kleinen Pilgerpfad hier anstoßen wollen. Der Weg zu unserem Ich, zu unserer eigenen Ich-Kraft. Und wenn wir uns im Sommer alle treffen, mal schauen, was wir da miteinander vielleicht impulsieren können. Dass wir so stark werden in unserem Innern, dass keine Angst von außen an uns herankommen kann. Und von außen gesagt wird, du musst das mit deinem Kind machen, du musst das mit, du musst das tun, weil überall Interessen dahinter stehen. Diese Interessen, kann ich euch sagen, dienen nicht primär dem Kind. Das kann nicht sein. Es kann niemals sein, dass von außen jemand kommt und sagt, dein Kind braucht das. Normalerweise nicht. Es sei denn, er ist gut wahrnehmungsfähig und sagt, ich erkenne etwas. Aber von außen eine Standardanweisung, eine Standardempfehlung zu geben, kann nie die Liebe sein, weil die Liebe muss immer schauen, was braucht das Kind jetzt? Und das muss ich erkennen als Mutter. Und da kann ich mir Ratschlag holen. Aber ich darf mir nie von außen sagen lassen, das Kind braucht das, weil man schon immer so gemacht hat oder weil wir das heute aus der Medizin wissen oder weil das Gesetz ist oder. Das ist alles Anti-Liebe. Die Liebe kann nur aus der Erkenntnis der Mutter oder des Vaters oder wer auch immer jetzt bei dem Kind ist oder des Pädagogen oder der Erzieherin. Sie alle müssen in der Liebe sein, wenn sie dem Kind etwas geben wollen. Ansonsten handeln sie mechanisch. Nur dann kann ich lieben das Kind, wenn ich erkenne, was das Kind jetzt, dieses Kind jetzt braucht. Alles, was von außen kommt, kann normalerweise nicht die Liebe sein. Deshalb dieser zarte Hinweis, der Gedanke, löst euch von allen Hinweisen von euch von außen, die euch vorschreiben, was ihr als Mutter zu tun habt. Lernt zu erkennen. Lernt zu erkennen, weil die Liebe kommt aus dem Erkennen. Michael Ivanov und Rudolf Steiner sagen das so deutlich. Nur wenn du weißt, wie du liebst, kannst du lieben. Und jetzt sehen wir schon, dass wir hier etwas gefunden haben, dass wir sagen können, die Liebe ist eine Kraft und die Liebe ist eine Kraft, die nach außen hin etwas bewirkt. Und sie ist deshalb die Schöpferkraft. Das ist es, warum Johannes in seinen Johannesbriefen sagt, Gott ist die Liebe. Und überall diese Hymne an die Schöpferkraft. Das sei jetzt ein Hinweis gegeben, dass Schöpfung nur aus Liebe entstehen kann. Niemals aus Angst. Es ist sehr leicht, etwas kaputt zu machen. Man kann aus Liebe etwas aufbauen mit viel Stunden Arbeit und jemand kommt und macht einen Schlag und alles ist kaputt. Die Liebe ist die Schöpferkraft der Welt und deshalb ist sie eine Kraft, die gestaltend wirkt. Das ist die Liebe. Und da jetzt einen kleinen Text von Rudolf Steiner dazu. Und da kommt etwas sehr, sehr Wichtiges, was er in der Philosophie der Freiheit eben dargelegt hat. Wir können nur lieben, wenn wir frei sind. Wir können nur erkennen, wenn wir unabhängig sind, wenn wir distanziert sind, wenn wir getrennt sind vom anderen, dass wir eben nicht in Vorurteilen des anderen auch drinstecken oder vom Mitgefühl so überwältigt werden, dass wir nicht mehr erkennen können. Und deshalb meint Rudolf Steiner, niemals könnten wir die Gefühle der Liebe entwickeln. Ihr seht, jetzt sprechen wir vom Gefühl der Liebe. Wenn wir uns nicht von den Dingen unterscheiden. Denn Liebe beruht darauf,
dass man nicht hinüberfließt in den anderen, sondern dass man eine Individualität bleibt, getrennt ist und dennoch hinüberfühlt. Das heißt, wir müssen unser Ich aufrechterhalten, während wir erkennen, uns nicht im anderen verlieren. Das ist das, was hier gesagt wird. Wir brauchen diese Kraft des Ichs. Hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Mensch geglaubt, nur durch Kampf zur Vollkommenheit vorzudringen, der Darwinismus, und dadurch den Kampf zum großen Weltgesetz gemacht, haben wir immer noch, das Recht des Stärkeren ist immer noch dominant, so müsste er jetzt lernen, müssen wir lernen, das in seiner Seele auszubilden, was das Gegenteil des Kampfes ist, die Liebe. Welche, und jetzt kommt die entscheidende Aussage, welche das Glück und das Wohlergehen des Einzelnen nicht trennen kann von dem Glück und dem Wohlergehen des Anderen. Ihr seht schon, da kommt Brüderlichkeit als Idee durch. Welche in dem Anderen nicht denjenigen sieht, auf dessen Kosten man vorwärts kommen kann, sondern denjenigen, dem man helfen muss. Wird die Liebe in der Seele geboren, ihr seht, es geht um eine Geburt, sie ist nicht unbedingt da, dann wird der Mensch auch in der Außenwelt die schaffende Liebe sehen können. Also die göttliche Liebe sieht man dann, wenn wir die Liebe in uns gebären. Wie der Mensch sich im 19. Jahrhundert eine Naturanschauung schuf, die von seiner Vorstellung des Kampfes ausging, so wird er eine Weltanschauung der Liebe schaffen, weil er den Keim der Liebe entwickeln wird. Rudolf Steiner sagt hier, wir stehen eigentlich noch immer am Anfang der Liebe, die keimhaft in uns ist. Und jetzt kommt etwas Ähnliches, was auch Michael Ivanov gesagt hat. Will der Mensch den liebeschaffenden und Liebe ausströmenden Geist, Gott, Entschuldigung, die Liebe ausströmen. Ihr seht, die Liebe ist eine Kraft, die ausströmt. Erkennen. Will der Mensch diese erkennen? Dann muss er seine Seele erst zur Liebe heranbilden. Das muss nicht unbedingt heißen Selbstliebe, aber die Seele zur Liebe in sich heranschaffen. Wodurch kommen wir zu einem immer vollkommeneren Handeln? Dadurch, dass wir diejenige Kraft in uns ausbilden, die man nicht anders nennen kann als Hingabe an die Außenwelt. Ich habe das vorher als Interesse bezeichnet. Hingabe an die Außenwelt. Ich interessiere mich für die Welt. Das ist damit gemeint. Je mehr unsere Hingabe an die Außenwelt wächst, desto mehr regt uns diese Außenwelt zum Handeln. Und jetzt kommt der ganz, ganz wichtiges Thema, ein zentrales Thema. Und wir sehen ja jetzt an diesem Thema, um ein kurzes Beispiel zu geben, unsere Jugend, die sich eben auf den Straßen festklebt. Warum machen sie das? Weil sie Angst haben, ich gehe einmal davon aus, weil ihnen die Angst eingetrichtert wurde vor dem Untergang der Welt durch diesen Klimawandel, was wirklich ein Blödsinn ist. Ich sage das so selten, aber es ist Blödsinn. Aber da wird Angst geschürt. Ja, was soll denn die Jugend anderes tun, als diese Angst ernst zu nehmen, wenn wir sie ihnen ständig einreden? Und deshalb regt es diese Jugendlichen an. Sie sind ja Idealisten. Sie wollen was tun für die Welt. Sie sagen, ich liebe ja die Welt, die Natur. Wir müssen sie erhalten und deshalb müssen wir zu allen Mitteln greifen. Es ist verständlich. Aber es kommt daher, weil wir ihnen vorher die Angst eingeredet haben. Das ist unsere Verantwortung. Und das sollten wir nicht tun. Wir sollten immer fragen, wer ein Interesse hat, Angst in den Jugendlichen zu wecken, die meines Erachtens völlig unnötig ist. Ein eigenes anderes Thema. Und jetzt sagt er, wir brauchen die Hingabe an die Außenwelt, Rudolf Steiner. Also das Interesse an der Außenwelt. Interesse an der Natur, Interesse am Klima, scheinen die jungen Menschen zu haben. Interesse am anderen. Das ist der Beginn der Liebe, Hingabe an die Außenwelt. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes.
Und ich kann das jetzt im Moment nur hinmalen. Ich habe jetzt kein Bild dazu und auch nicht das Flipchart. Ich versuche das. Vielleicht könnt ihr das dann erkennen. Ich male es mal kurz hin. Damit ich dann eine kleine Skizze habe. Dadurch aber gerade, dass wir den Weg finden, um an die Außenwelt hingegeben zu sein, gelangen wir dazu, dasjenige, was in unserem Handeln liegt, also in unserem Wollen, in unserem Tun, mit Gedanken zu durchdringen. Ja, viele, die Erkenntniswissenschaft, alle, die das schon kennen, wissen das. Das Handeln mit Denken zu durchdringen, das ist der eine Weg. Was ist Hingabe an die Außenwelt? Hingabe an die Außenwelt, die uns durchdringt, die unser Handeln mit den Gedanken durchdringt, ist nichts anderes als die Liebe. Ich habe euch das einmal so aufgemalt, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier steht das Denken in dieser Lemniskarte und hier der Wille. Wenn ich das Denken in den Willen einbringe, dann ist das die Liebe. Wenn ich mein Denken ins Handeln einbringe, wenn ich erkannt habe, was der andere braucht und diesen Gedanken umsetze in die Tat, dann wird aus dem Gedanken die Liebestat. Der Gedanke metamorphisiert sich, verwandelt sich in Liebe, in Liebeskraft, in Liebestat, in Schöpferkraft. Das ist Schöpfung. Das ist der eine Weg. Gerade so, wie wir, jetzt kommt der andere Weg, gerade so, das hat er vorher beschrieben, gerade so, wie wir zur Freiheit kommen durch die Durchstrahlung des Gedankenlebens mit dem Willen. So kommen wir zur Liebe durch die Durchsetzung des Willenslebens mit Gedanken. Der andere Weg ist der, dass wir unseren Willen hineinbringen in unser Denken, dass wir unser Denken befeuern mit dem Wollen. So schaffen wir unsere Freiheit. Und in Freiheit lieben wir, in Freiheit lieben wir und mit der Liebe schaffen wir unsere Freiheit. Das ist diese Abhängigkeit von Freiheit und Liebe. Wenn ich mein Denken durchstrahle mit dem Willen, das heißt anfange, mein Denken zu beherrschen mit dem Wollen, das ist das, was wir in der Erkenntniswissenschaft lernen. Wir lernen dort die Freiheit zu schaffen und wir lernen die Liebe zu schaffen. Dann nennen wir das die Freiheit. Wenn wir den Willen ins Denken bringen und sagen, ich will erkennen, was du brauchst. Ich will erkennen, was du brauchst und ich tue alles dafür, herauszufinden, was du brauchst und was dir hilft. Ich will das. Und werde so lange denken und das herausfinden, bis ich es erkannt habe. Und dann werde ich dafür sorgen, dass du es brauchst. Dass du es bekommst, was du brauchst. Versteht ihr? Wir schaffen dadurch Freiheit in uns, dass wir unser Denken mit dem Wollen durchdringen. Ich will erkennen. Und wenn ich es dann erkannt habe, dann bringe ich dieses Denken in die Tat ein und sage, jetzt lasse ich meinen Gedanken, den ich erkannt habe, in die Tat hinausfließen. Das ist die Liebe. Und ihr seht jetzt, das ist das Wechselspiel von Liebe und Freiheit. Und ihr seht hier, wie zunächst einfach das ausschaut, aber da steckt so viel dahinter. Und wir machen in unserem Studiengang, wir bemühen uns, und wir lernen das ja auch dazu. Das ist ein Studiengang in Freiheit und Liebe. Das ist eine Willensschulung, eine Denkschulung, eine Freiheitsschulung und eine Liebesschulung. Das ist so. Das hat Rudolf Steiner aufgezeigt. Man muss es ja nur tun. Man muss es ja nur umsetzen. Und das Spannende ist, dass in diesem Bild etwas fehlt. Seht ihr? Das Fühlen fehlt völlig. Das Fühlen fehlt völlig. Aber das ist ein anderes Thema, weil da muss man tiefer hineingehen und sagen, wo findet dann das Fühlen statt? Weil das findet ja statt. Zunächst kommt ja der Gedanke ins Herz. Er wird befeuert. Seht ihr? Das könnte so eine Lemniskarte machen. Geht durch den Willen, durch den Bauch, durchs Herz zurück und fängt dann an, in die Handlung zu gehen. Und dann reflektiere ich meine Handlung und überprüfe, war das eine Liebestat? Und dann sage ich, nein, das war noch nicht so gut,
dann muss ich weiter denken, ich muss weiter erkennen. Und dann wird meine Handlung besser. Seht ihr, das ist das ganze Leben. Und dazwischen ist immer hier das Gefühl, immer hier ist das Fühlen. Das Fühlen sagt immer ja, ja, du hast richtig erkannt, was der andere braucht. Und das zweite Ja kommt, wenn sozusagen der Impuls aus dem Willen nach oben ins Denken geht, dann sagt die Liebe, oder nein, dann sagt das Liebesgefühl, ja, das ist richtig, was du da tun willst. A, es ist richtig, was du erkannt hast im Denken, und B, es ist richtig, was du tun willst. Und beides Mal sagt das Gefühl ja. Da sagt das Gefühl ja. Da kommt das Herz zum Tragen. Immer an diesem Punkt kommt das Ja. Das nennen wir übrigens Wahrheitsgefühl, das wir auch trainieren. Das ist das Wahrheitsgefühl. Das sagt einmal Ja zum Erkenntnisurteil und einmal Ja zum Handlungsurteil. Das, liebe Freunde, ist die kleine Lektion, die ich selber erkennen durfte. Und das kann man jetzt üben, wenn man es einmal erkannt hat. Dann muss man es üben, 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 trainieren, 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 üben, üben, üben. Das ganze Leben lang. Und es wird besser und besser, besser. Und jedes Mal erwischt man sich dabei, dass man wieder nicht richtig gedacht hat und wieder nicht richtig gedacht und wieder nicht richtig erkannt. Weil man nicht in die Selbstentäußerung gegangen ist, weil man bei sich geblieben ist. Man hat nicht wirklich geliebt. Man wollte nicht wirklich lieben. Man ist bei sich selbst geblieben. Im Antisozialen, wie Dr. Külken so schön aufgezeigt hat. Dann bleiben wir im Ego. So einfach ist das und so schwierig. Schwierig ist es eigentlich nur, dass ich das permanent beobachten muss und mich selbst ganz ehrlich beurteilen und einschätzen. Das ist so das Bild der Liebe, das ich euch heute hier mitgeben kann. Und wie Rudolf Steiner hier da zum Schluss sagt, der sehende Menschengeist wird die schaffende Liebe sich entgegenströmen sehen, dass in sich die Liebe heranbilden wird zu der Erkenntnis führen, dass die Liebe die Welt geschaffen hat. Die Liebe, er sagt, das werden wir dann erkennen, die Liebe die Welt geschaffen hat. Und wie er vorher sagt, dann wird er erst erkennen, dass nicht Kampf die Eigenschaft des in der Welt schaffenden Kraftsystems, sondern dass Liebe die Urkraft der Welt ist. Das sind diese Gedanken von Rudolf Steiner. Und ihr könnt sie nachprüfen, nachvollziehen. Und es kommen noch ganz andere Dimensionen dazu. Wir wollen ja diesen kleinen Pilgerpfad miteinander gehen, unser Angebot mit uns zusammen. Und heute geht es um die Liebe und die Selbstliebe. Und ich will daran erinnern, dass es ja darum geht, einen Tempel zu bauen, ein Tempel, ein heiligstes Inneres in uns und für die Menschheit. Ihr seht schon, das hat etwas mit einem Menschheitstempel zu tun, was Christus uns dargebracht hat. Nicht umsonst redet man immer, habe ich auch zu Beginn gesagt, von einem salomonischen Tempel. Der neue salomonische Tempel, das neue Jerusalem, ja, das neue Israel, das ist alles neu. Das ist das, was wir als Menschen schaffen sollen. Und da komme ich jetzt dazu, was wir da schaffen sollen. Das ist jetzt dieses Thema. Wenn wir zum Weltenplan gehen, ich habe es jetzt nicht da, wo er darauf hinweist, was dieser Menschheitstempel ist, nämlich die Erde, die verwandelte Erde, die vergeistigte Erde, dieses neue Jerusalem, das nennt er den Kosmos der Liebe. Nun war aber, wie wir immer mehr begreifen werden, der Erde, welche in ihrer Entwicklung drei frühere Stadien durchgemacht hat, also Saturn, Sonne und Mond, eine ganz besondere Mission vorbehalten, unserer Erde. Glauben Sie nicht, dass man Planetenzustände so nebeneinander betrachten kann, dass ein Planet dem anderen gleichwertig sei. Von einer bloßen Wiederholung des schon einmal Dagewesenen kann in der göttlichen Schöpfung nicht die Rede sein. Jedes Planetensystem hat eine ganz bestimmte Aufgabe.
Jetzt kommen wir zur kosmischen Dimension der Liebe hier auf der Erde. Unsere Erde hat die Mission, und das ist dieser Tempel, an dem wir bauen sollten, Einladung mit uns zusammen einen Impuls zu geben, dass die Wesen, die sich auf ihr entwickeln sollen, das Element der Liebe bis zur höchsten Entfaltung auszubilden haben. Das ist unser Auftrag, liebe Freunde. Wir haben hier auf der Erde die Liebe zur höchsten Stufe, das haben wir auch schon von Mikhail Ivanov gehört, zu entfalten. Das ist unser Job. Das ist das, wenn ich von dem Menschheitstempel rede, an dem wir alle bauen und den wir ins Bewusstsein bringen wollen mit unserem kleinen Pilgerpfad bis zum Juli. Im Prinzip ist alles, was der Mensch im Laufe der Erdenentwicklung erfinden wird, schon in der Natur enthalten. Alle Erfindungen, die wir machen, ob es Flugzeug ist, das haben wir bei den Vögeln abgeguckt. Er bringt das Beispiel mit dem Papier. Das Papier hat nicht der Mensch erfunden, sondern die Wespen. Unser Planet Erde ist, als wir hier angekommen sind, schon ein Planet der Weisheit gewesen, weil der alte Mond der Planet der Weisheit war. Alles, was wir vorfinden, ist Weisheit. Wir müssen keine Weisheit hinzufügen. Wir müssen etwas anderes hinzufügen. Was aber der Mensch wirklich der Erde geben wird, seht ihr, jetzt ist die Frage, wenn wir die Erde, Mutter Natur, also wenn ich Umweltschützer bin, wenn ich die Erde wirklich lieben will, dann muss ich fragen, liebe Mutter Natur, liebe Erde, was brauchst du? Was brauchst du? Was brauchst du? Nicht, was glaube ich, was du mir geben kannst, damit ich dich erhalte, damit ich hier weiter mein wunderbares Leben habe auf der Erde. Das ist Egoismus. Vieles im Naturschutz ist alles Egoismus. Wir gehen immer von uns aus, von uns, was wir brauchen von Mutter Natur. Nein, die Liebe zur Erde heißt, sie zu fragen, liebe Erde, was brauchst du? Gaia. Jetzt sagt es Rudolf Steiner. Was aber der Mensch wirklich der Erde geben wird, das ist die Liebe. Die Erde braucht unsere Liebe. Das heißt, wir müssen herausfinden, was die Liebe zur Erde wirklich ist, die sich von der sinnlichsten bis zur geistigsten Art entfalten wird. Das ist die Aufgabe der Erdenentwicklung. Die Erde ist der Kosmos der Liebe. Und wenn wir jetzt fragen, was brauchst du, liebe Erde? Und wir heute in unsere Welt schauen und feststellen, dass unsere Welt, unsere Menschheit durchdrungen ist von materialistischen Gedanken. Materialistischen Gedanken, das Spirituelle ablehnend, auch in der Umweltschutzbewegung. Wenn man nur an das Materielle und Materialistische denkt und das Spirituelle ignoriert, die Erde aber genau das Spirituelle braucht und eben nicht materialistische Gedanken, weil die materialistischen Gedanken die Erde zerstören, dann wissen wir, was die Erde braucht, die Überwindung des Materialismus. Und wenn ich in der Umweltschutzbewegung immer nur materiell, materiell, materiell denke, dann liebe ich die Erde nicht. Dann liebe ich die Erde nicht. Ich muss die Erde fragen, was sie braucht. Und sie braucht spirituelle Inhalte und keine materialistischen Inhalte. Sie ist eh schon Materie. Unsere Aufgabe ist, die Erde zu vergeistigen. Hier, das ist die Aufgabe der Erdenentwicklung. Die Erde ist der Kosmos der Liebe. Das heißt, wir haben aus dieser Erde einen Kosmos der Liebe zu machen. Das ist der neue salomonische Tempel. Das ist der Menschheitstempel. Und jetzt kommt das Spannende. Und das ist das, wenn wir sagen hier, der Weg zu unserem Ich. Was brauche ich, um aus der Erde einen Tempel machen zu können? Ein Kosmos der Liebe. Was brauche ich, um lieben zu können? Wir haben es schon gehört, Erkenntnisfähigkeit. Das geht aber nur, wenn ich getrennt bin, wenn ich mein eigenes Ich bewahre. Denn Rudolf Steiner sagt das hier dann so deutlich. Was ist denn aber, so fragen wir, notwendig zur Liebe? Was gehört denn dazu, dass ein Wesen ein anderes lieben kann? Und er spricht jetzt von der Menschheitsliebe. Dazu ist nötig, und jetzt gut hinhören, das ist das Entscheidende. Dazu ist nötig,
dass dieses Wesen sein volles Selbstbewusstsein habe. Freiheit haben, volles Ich-Bewusstsein haben, volle Freiheit, volles Selbstbewusstsein haben, ist notwendig für die Liebe. Dazu ist nötig, dass dieses Wesen sein volles Selbstbewusstsein habe, ganz selbstständig sei. Selbstständigkeit, Freiheit, Selbstbestimmung, Philosophie der Freiheit ist das größte und mächtigste Werk, was derzeit auf der Erde verfügbar ist. Persönliche Meinung von Axel Burkhardt. Aus persönlicher Erfahrung, 4 Jahre jetzt, wo ich mit vielen Hunderten von Menschen zusammen sein durfte, das auszuprobieren, was Rudolf Steiner da geschrieben hat. Kein Wesen kann ein anderes in vollem, jetzt wichtig, in vollem Sinne lieben, wenn diese Liebe nicht eine freie Gabe ist gegenüber dem anderen Wesen. Das ist der Kosmos der Liebe, den wir zu entwickeln haben. Und ihr seht, die Liebe ist ein Kind der Freiheit. Wir brauchen die Freiheit, um lieben zu können. Die Liebe ist die Grundlage der Freiheit und deshalb endet die Philosophie der Freiheit. Damit, dass Rudolf Steiner aufzeigt, wo die Liebe beginnt, das ist sein mächtiges Werk. Und ich darf nur an dieser Stelle erinnern an das, was im Neuen Testament drinsteht. Ich frage ja immer wieder, und was ist die höchste Tugend aus dem Neuen Testament? Das heißt immer, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Und das ist aus Matthäus 5, 43 bis 48 nach Luther. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gerechte und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr verlohnt haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und ihr seht, die Feindesliebe ist unsere größte Herausforderung. Und ganz ehrlich, wer von uns kann das? Wir haben hier zu lernen, was es heißt, Feindesliebe. Lest diese Texte hier, die Seligpreisungen, lest die einmal im Matthäus-Evangelium. Dann seht ihr, was wir zu tun haben, zu lernen haben. Eine andere Übersetzung hier ist aus der Schachter-Bibel. Liebe deine Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen und verfluchen. Viel Freude dabei bei dieser Liebesübung. Und ihr seht, wir müssen erkennen, was eigentlich ein Feind ist. Und wenn wir dann erkennen, dass dieser Feind gar kein Feind ist, sondern dass er uns als Feind dient, wie zum Beispiel dieser Herr Corona oder wie der hieß, 3 Jahre lang hat er uns gepeinigt. Ein unglaublicher Feind. Und langsam beginnen die Menschen ihn zu lieben, weil sie merken, was er alles verwandelt hat. Durch Leid, ja leider, weil wir nicht aufgewacht waren im Bewusstsein. Und wenn wir jetzt weiter nicht aufwachen, dann wird der nächste Herr kommen, der nächste Feind, der uns wieder entgegentreten wird und uns herausfordern wird, das Lieben wirklich zu lernen. Und ich will es damit mit meinen Gedanken auch belassen, aber abschließen eben mit jenem Text auch aus dem Neuen Testament, das unglaublich viel aussagt, wo unglaublich viel drinnen ist, das sogenannte Hohelied der Liebe. Doch ich will euch zeigen den Weg,
der höher ist denn alles andere. Wenn ich mit Menschen oder mit Engelszungen aus dem Geiste reden könnte, das nennt man Hellsehen und Evangelien schreiben, und hätte der Liebe nicht, so wäre meine Rede ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Erinnern wir uns an Laozi. Wenn die Liebe fehlt, und vielleicht ist jetzt das herübergekommen, was die Liebe ist, das Interesse an der Welt und dem anderen das zu geben, was er braucht, ist eine strömende Liebeskraft, eine tätige, schaffende Liebeskraft. Wenn die nicht dabei ist, dann wird es verdrießlich oder wie auch immer. Oder tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse offenbaren und alle Erkenntnisse der Welt mitteilen und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, es wäre alles nichts. Und wenn ich alle Geistesgaben austeilte und alle meine Habe den Armen gäbe, ja, wenn ich meinen Leib selber hinzugäbe, zum Verbrennen hingäbe, zum Verbrennen und hätte der Liebe nicht, es wäre alles unnütz. Ihr seht, da steckt immer das Motiv dahinter, die Erkenntnis. Die Liebe währet immer. Sie ist langmütig, braucht man in einer Beziehung. Die Liebe ist gütig. Die Liebe kennt nicht den Neid. Die Liebe kennt nicht die Prahlerei. Kennt nicht den Hochmut. Die Liebe verletzt nicht, was wohlanständig ist. Sucht nicht ihre Vorteile, lässt sich nicht in Aufreizung bringen, trägt niemandem Böses nach, freut sich nicht über Unrecht, freut sich, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, freut sich nur mit der Wahrheit. Die Liebe umkleidet alles, darf auf alles hoffen. Hoffet alles, darf überall Duldung üben, sie duldet alles. Ja, das geht runter. Ne? Können wir alles wunderbar. Die Liebe kann nie, wenn sie ist, verloren gehen. Also wenn in Partnerschaften etwas verloren geht, muss man fragen, ob es die Liebe war. Nein, bitte mich nicht als Gnostiker bezeichnen. Was man weissaget, geht dahin, wenn es erfüllt ist. Was man mit Zungen redet, höret auf, wenn es nicht mehr zu Menschenherzen sprechen kann. Was erkannt wird, höret auf, wenn der Gegenstand der Erkenntnis erschöpft ist. Denn Stückwerk ist alles Erkennen, Stückwerk ist alle Weissagung. Doch wenn das Vollkommene kommt, ist alles Stückwerk dahin. Dann ist es mit dem Stückwerk dahin. Da ich ein Kind war, fühlte ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind. Und da ich ein Mann ward, war es mit der Kindeswelt vorbei. Jetzt sehen wir im Spiegel nur dunkle Konturen. Ein deutlicher Hinweis, wir kennen das aus der Geisteswissenschaft, auf unser sogenanntes totes Denken, auf unser Schattendenken. Jetzt sehen wir im Spiegel nur dunkle Konturen. Der einst, wenn wir beginnen mit dem lebendigen Denken, schauen wir den Geist von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Der einst werde ich ganz erkennen, wie ich selber bin. Da wollen wir unseren kleinen Pilgerpfad gehen miteinander, wer Lust hat, mitzugehen. Nun, bleibend ist Glaube, bleibend ist Hoffnung in Sicherheit. Bleibend ist Liebe.
Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Daher steht die Liebe oben an. Und vielleicht ist durch diesen Vortrag ein bisschen bewusst geworden, vielleicht ist es mir gelungen, warum die Liebe das Besondere ist, weil sie alles beinhaltet. Das Denken, das Fühlen, das Wollen und das entsprechende Motiv, das zu geben, was jemand braucht. Denn ich kann auch alle drei Kräfte haben und trotzdem Macht gebrauchen. Dann gebe ich aber dem anderen nicht, was er braucht, sondern was ich brauche. Das wäre dann sozusagen der Missbrauch der Liebesfähigkeit. Deshalb steht die Liebe über allem und deshalb ist nur die Liebe schöpferisch. Sie ist die Urkraft von allem. Sie durchströmt das ganze Universum und ist beständig schaffend. Und deshalb liebt sie auch alles, was im Universum vorhanden ist. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen kleinen weiteren Schritt in Richtung echter Liebe. Danke euch, bis zum nächsten Mal. Euer Axel Burkhardt.